bin Gerald Breinfalk, ich komme aus Oberösterreich und spiele Klarinette und Saxophon und ich habe die Eintrittskarte hier zum MIST-Festival durch Improvisation geschafft. Musik hat ungefähr den größten Stellenwert in meinem Leben. Dreht sich quasi wirklich zu einem wahrscheinlich zu großen, aber doch wahnsinnig großen Prozentsatz in meinem Leben an Arbeit und Freude natürlich mit Musik. Also es ist von früh bis spät. Und durch die Arbeit, durch den Job, ich darf spielen, ich darf performen und ich darf das, nachdem ich schon ein bisschen älter bin, ich darf das auch schon weitergeben, noch dazu in einem sehr schönen Rahmen auf einer Universität, konkret in Graz, wo ich eine eigene Klasse habe. Also das dreht sich eigentlich wirklich die Musik von früh bis spät. Das Schönste in meinem Beruf ist einfach weil ich es als Privileg sehe. Ich sehe es als Privileg, Musik machen zu dürfen, dieses Handwerk erlernt zu haben und damit Freude zu bereiten. Ein gelungener Auftritt ist es dann, wenn man von der Bühne geht und seine ganz spezielle Art von Befriedigung erfährt. Das ist eine Gesamtsache, wo wirklich das ist ungefähr hier im Sternum auf einmal das sickert und es ist ein wahnsinnig wohliges Gefühl, wenn man gemerkt hat, man hat sehr vielen Menschen Freude bereitet und man trägt das noch nachher von der Bühne mit. Das ist das Schönste. Ich kann nicht sagen, was ich jetzt lieber spiele, weil mir ist immer das ist so ein bisschen Yin-Yang, mir ist es Faden nur zu improvisieren und mir ist es Faden nur Noten zu lesen. Also das muss immer eine gewisse Waage haben. Deshalb bin ich auch in einem neuen Musikensemble. Das heißt, dieses Forschen an Musiktext ist sehr spannend für mich. Aber wenn ich das ausschließlich machen müsste, wäre es eine Katastrophe und vice versa. Ich darf ja das List-Festival eröffnen mit Barock und Jazz und natürlich passiert das am besten mit dem epochalen Werk der vier Jahreszeiten. Und ich habe da vor vielen Jahren ein wunderschönes Arrangement gehört von Eddie Daniels, einem amerikanischen Klarinettisten, und ich habe das wieder bearbeitet und das wird hier als Eröffnung präsentiert. Also ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das hier machen darf. Das ist so wirklich, wirklich speziell. Bildet Barock mit Cembalo ab, die alte Farbe, die herkömmliche Farbe, wie man es kennt. Und es wechselt dann wie im Film Schnitt zu Jazz und immer wieder hin und her. Also dieses Hin und Her, Yin-Yang, von dem ich vorher gesprochen habe, vielleicht zieht sich das überhaupt durch mein ganzes Leben. Hört euch das an.